Herzlich willkommen zur Videokommentierung der dritten WM-Partie zwischen Carlsen Magnus und Sergei Kariakin. Nach zwei Partien steht es 1:1 und es war Ruhetag anberaumt. In der Pressekonferenz hat der Magnus Carlsen schon gesagt, dass ihm der Ruhetag gar nicht recht ist. Er wird lieber gleich noch eine Partie spielen und hat Lust zum Schachspielen. Sergei Kariakin hat gesagt, er hätte schon ganz gerne den Ruhetag, aber im Prinzip ist es nicht so wichtig, was die zwei sagen, weil es ist von vornherein ein ganz klares Programm und an dem gibt es nichts zu ändern. Und der Ruhetag hat aber beiden sehr gut getan. Einerseits haben sie ihre Eröffnungen nochmal aufpoliert, andererseits haben sie Energie und Kraft getankt und haben eine sehr spannende und sehr lange dritte Partie zum Besten gegeben. Und der Magnus Carlsen hat mit erstens E4 eröffnet. Das war eine kleine Überraschung, weil er in der ersten Partie erstens D4 gemacht hat. Die Idee dahinter könnte sein, zu schauen, was macht der Sergei Kariakin nach D4 und was macht er nach E4. Und dann zu überlegen, wo gibt es bessere Chancen, ihn unter Druck zu setzen. Nach E4 hat er jetzt keine besondere Überraschung gebracht, sondern hat E5 gespielt und nach Springer F3, Springer C6, Läufer B5, Springer F6 steht die Grundstellung der Berliner Verteidigung am Brett. Die Berliner Verteidigung wird momentan von allen Top-Spielern gespielt. Die meisten haben sie sogar mit Weiß und Schwarz im Repertoire. So auch der Sergei Kariakin und der Magnus Carlsen. Magnus Carlsen hat sie mit Weiß und Schwarz im WM-Match gegen Viswanathan Anand gespielt und das mit gutem und großem Erfolg. Doch bleibt er seiner Strategie, die absoluten Hauptvarianten zu spielen, treu. Also er vermeidet diese und versucht den Sergei Kariakin möglichst früh aus der Öffnungsvorbereitung rauszuschmeißen und ihn zum Denken am Brett zu zwingen. Und das ist ihm gelungen. Und zwar mit seinem 10. Zug. Also die Stellung nach 9 Zügen ist wie folgt: Der Turm auf E5 ist bedroht und der Turm muss irgendwo hinziehen. In mehreren tausend Partien hat Weiß jeweils Turm E1 gespielt. So hat auch der Magnus Carlsen schon öfter gespielt. Die Ideen sind, den Springer über D2 nach F3 zu entwickeln, den Läufer nach F4 und mit Bauer C3 das Zentrum zu schützen. Das sind logische Züge und Weiß hat eine normale Stellung, doch kann Schwarz mit Turm E8. Und die Idee ist dann, nach Turm schlägt E8, Springer schlägt E8 zu stellen und dann später D5 und den Läufer nach F5 zu stellen. Das sind die Ideen vom Schwarzen und die Stellung ist ungefähr ausgeglichen. Das Problem ist nämlich, dass nach Turm E1, Turm E8 Weiß nicht einfach die Entwicklung fortsetzen kann mit dem Zug wie Läufer F4 oder Springer C3, weil dann käme Turm E1. Die Dame muss schlagen und das hängt der Bauer auf D4. Und jetzt kommen wir schon zur Idee hinter Turm E2. Wenn jetzt einfach Turm E8 käme, kann Weiß die Entwicklung fortsetzen mit Läufer F4. Und nach Turm E2 Läufer schlägt E2. Das war die Idee hinter dem Zug, den der Magnus Carlsen gespielt hat. Turm E2. Wenn man die Idee kennt, schaut der Turmzug ganz normal aus. Doch auf den ersten Blick wirkt das sehr komisch, weil er blockiert die Dame und er blockiert den Läufer. Und der Turmzug war ein Schocker für einen Sergei Kariakin. Und er hat jetzt 25 Minuten überlegt, wie er am besten reagieren soll. Die Live-Kommentatoren waren auch überrascht von dem Turm E2-Zug und haben auch Probleme gehabt, teilweise die richtigen Ideen zu finden. Was möchte Weiß überhaupt erreichen? Und besonders nach B6 war es sehr schwer für die Außenstehenden zu sehen, was ist eigentlich die Idee von Magnus Carlsen. Er hat uns aber nicht lange auf die Probe gestellt, sondern hat sofort die Antwort gegeben. Und die Antwort war Turm E1 zurück. Er zieht den Turm noch einmal. Und die Idee ist, dass jetzt die Schwächung dieser Diagonale und eventuell, dass der Turm auf A8 hängt, in einigen Varianten einen Sinn ergibt. Zum Beispiel in Turm E8, so wie in der Partie, kommt Läufer F4 und nach Turm mal E1, Dame mal E1 geht Läufer mal D4 nicht, weil dann käme Läufer mal D6, CD6 und Dame E4 mit Doppelangriff auf Läufer D4 und Turm A8. Und der Trick mit Läufer B2 funktioniert aus schwarzer Sicht auch nicht mehr, weil nach Dame schlägt A8 und Läufer schlägt A1 kommt Läufer A6 und der Läufer auf C8 geht verloren. Das ist der didaktische Rechtfertigung hinter Turm E2, Turm E1, dem Tempoverlust. Doch auf so einen Trick fällt der Sergei Kariakin nicht rein und damit hat der Magnus Carlsen nicht gerechnet,
Aber die Idee ist es, ihn eben in eine neue Stellung zu bringen, ihn zum Überlegen am Brett zu bringen und ihn unter psychologischen Druck zu setzen. Das hat er in der ersten Pressekonferenz unter Magnus Carlsen das schon gesagt. Den Sergej Kariakin muss er so lange unter Druck setzen, bis der einbricht. Es wird nicht in der ersten, zweiten oder dritten Partie passieren, aber irgendwann wird der Druck zu groß und dann kommt der Punkt. Nichtsdestotrotz spielt der Sergej Kariakin Dame E7 und es werden wieder die Damen getauscht. So wie in den ersten zwei Partien kommen viele Figuren weg. Und jetzt ist einiges getauscht worden und wir kommen zum 24. Zug. Da entsteht eine sehr interessante Stellung. Weiß hat wieder den Springer gegen den Läufer, so wie schon in der ersten Partie. Es sind wieder sieben Bauern am Brett. Und die Frage ist, wie soll Schwarz jetzt fortsetzen? Im Nachhinein hat der Sergej Kariakin gewandt, der beste Zug sollte wahrscheinlich B5 sein und die Stellung ist natürlich nahe am Ausgleich. Aber es ist halt nicht kompletter Ausgleich. Weiß stünde nach A schlägt B und Springer E5 zwängt er die 7 noch eine Spur besser. Es reicht wahrscheinlich nicht zum Gewinnen, aber es reicht dazu, den Sergej Kariakin weiterhin unter Druck zu setzen. Und die Stellung wollte er nicht vermeiden und er hat gedacht, dass Weiß sowieso keinen aktiven Plan hat noch in der Stellung mit Turm E1. Und hat Turm D8 gespielt. Ein sehr mysteriöser Zug auf den ersten Blick, stellt sich hinter den eigenen Bauern. Aber mit dem Konzept der Prophylaxe. Der Zug, er antizipiert die Drohung von Weiß Springer E5 und den D7 Bauern anzugreifen und deckt es schon im Vorhinein, sodass Springer E5 gar keine Drohung ist. Wäre Schwarz noch einmal dran, würde er jetzt B5 spielen und der D7 Bauer ist gedeckt. Das ist ein ganz wichtiges Konzept beim Schach, aber in dem konkreten Fall hat er eine aktive Idee von Weißen übersehen, und zwar F4. Die Idee von F4 ist es, wenn Schwarz nichts macht wie H6, dann kommt F schlägt G, H schlägt G und Weiß spielt Springer E3 und Turm F1 und greift den F5 Bauern an und gewinnt ihn wahrscheinlich in weiterer Folge. Aus dem Grund muss Schwarz nach F4 irgendwas machen, entweder G4 oder G schlägt F4. G4 wäre auch nicht so gut, weil nach H3 und H5, H schlägt G, H schlägt G, könnte der weiße Turm über die H-Linie in die Stellung eindringen. Der richtige Zug ist G mal F und G mal F. Doch sind die Probleme vom Schwarzen noch nicht ganz gelöst. Bei Weiß plant König F3, vielleicht Springer E3 und dann den Turm über G1 nach G5 und den F5 Bauern angreifen. Den Plan muss man mal decken. In der Partie hat der Sergej Kariakin sich entschieden, den Plan nicht zu decken und mit dem Turm über die zweite dann ein Gegenspiel zu erreichen und der interessante Stellung entsteht im 32. Zug. Der letzte Zug von Schwarz war gerade König F6 nach F7. Greift den Turm auf G8 an. Und wenn der Turm aufs logischste Feld nach G5 zurückkehrt, kommt C schlägt D4. Früher oder später muss der Springer von E3 weg und der Turm nimmt auf der zweiten. Also wir sehen, der Sergej Kariakin versucht sich sehr aktiv zu verteidigen. Er möchte nicht passiv hinten drin stehen, sondern versucht Gegenspiel zu kriegen. Und den Weißen, also er versucht da viele Bauern zu tauschen, weil je mehr Bauern getauscht sind, desto größer wird die Remischance. Doch an dieser Stellung hat der Magnus Carlsen einen sehr feinen Zug, den er wahrscheinlich von langer Hand geplant hat und den der Sergej Kariakin in der Vorbereitung übersehen hat. Und zwar Turm G2. Ein wunderschöner Zug. Also er deckt den C2 Bauern, damit man nach C schlägt D, Springer mal F5 spielen. Und er hat noch einen zweiten, viel schöneren Trick, und zwar funktioniert König F6 nicht so gut. Wer jetzt nimmt Weiß auf C5 und nach Läufer schlägt C5, hat Weiß einen kleinen Trick. Sie können jetzt kurz das Video pausieren und überlegen, ob Sie ihn finden. Genau, der Trick ist Springer mal F5. Es kommt König schlägt F5 und Turm G5 Schach. Der König muss zurück und Turm mal C5. Der Turm greift den B5 an und deckt gleichzeitig den C2. Jetzt hat Weiß ein Turmendspiel mit mehr Bauer, in dem er sehr gute Gewinnchancen hat. Das wollte der Sergej Kariakin vermeiden und hat aus dem Grund C schlägt D4 gespielt.
Und nach Springer F5 hat er mit D3 einen Bauern geopfert und spielt Turm A1. Hat einen Bauern weniger und versucht aber mit aktivem Spiel das zu kompensieren. Weiß baut so langsam Schritt für Schritt seinen Vorteil aus. Doch die Partie geht sehr lang und nach dem 60. Zug, beide Seiten haben schon über 6 Stunden gespielt, haben sie dann auch ein paar Ungenauigkeiten gemacht. Also im 64. in der Stellung, nach König H5, beginnt der Karjakin sich zu verrechnen. Der richtige Zug wäre König F8, um das Schach auf E5, um dem auszuweichen, und die Partie wird wahrscheinlich Remis ausgehen. Doch verfolgt der Sergej Karjakin eine falsche Idee, wie er dann in der Pressekonferenz gesagt hat. Er spielt Läufer E7 zurück. Es kommt Springer E5 Schach. König F6 ist er erzwungen. Und es kommt Springer G4 Schach. Und an der Stelle wollte jetzt Sergej Karjakin König mal F5 spielen. Und nach Turm schlägt E7 wollte er auf H3 nehmen. Und im nächsten Zug auf B3. Und da wird eine theoretische Remisstellung entstehen, weil mit Turm und Springer kann man gegen einen Turm nicht gewinnen. Das ist theoretisch unentschieden und solche Dorfspieler wie die beiden, bei denen wird das mit Sicherheit Remis ausgehen. Doch gibt es einen feinen Zwischenzug, und zwar Turm E5 Schach. Jetzt muss der König nach F4 und jetzt Turm mal E7. Schwarz schlägt auf H3 und es schaut so aus, als ob es keine Möglichkeit gibt, den B3-Bauern zu decken. Doch jetzt kommt der Zug, den der Sergej Karjakin in der Vorausberechnung übersehen hat. Turm F7 Schach. Der König kann nicht nach E4 gehen wegen Springer F2 Gabel. Und wenn der König aber nach G3 geht, hängt der B3-Bauer nicht. Und solange der B3-Bauer noch am Brett bleibt, hat Weiß sehr gute Gewinnchancen. Aus dem Grund muss er dann auf Springer G4 Schach, jetzt hat er sein Irrtum noch bemerkt, hat König F7 gespielt. Und ein ganz interessanter Moment entsteht noch im 69. Zug. Also es hängt der Turm auf E7, der Springer auf E5 und nach Springer C6, Springer C6 war die Partie. König schlägt F5 und jetzt war Springer A5, doch der genauere Zug wäre Turm E8. Verteidigt den B3-Bauern indirekt, weil Schwarz kann er nicht nehmen. Nach Turm schlägt B3 kommt Springer D4 Gabel. Während wenn Schwarz Turm H1 macht, kann Weiß Springer D4 Schach geben. Der Springer deckt momentan den B3-Bauern. Und nach König F4 ist es nur eine Frage der Zeit, bis der H4 verloren geht und wahrscheinlich in weiterer Folge der B4. Und wie dann viele Spieler auch mit Computerhilfe errechnet haben, steht Weiß auf Gewinn. Obwohl es noch technische Schwierigkeiten gäbe, wäre die Stellung gewonnen. Und das ist natürlich eine Riesenchance, die der Magnus Carlsen jetzt schon ausgelassen hat. Er spielt Springer A5, deckt auch den B3, doch steht der Springer am Rand deutlich schlechter als in der Mitte. Er hat viel weniger Möglichkeiten, aktives Spiel zu bekommen. Nach Turm H1 hätte es jetzt eine weitere Möglichkeit gegeben, die Partie zu gewinnen, aber es war schon nicht mehr ganz so leicht zu finden. Es ist Turm F7, König E6 und Turm nach F2 zurück. Die Idee von Turm F2 ist es später, Turm B2 zu spielen, den B-Bauern zu decken, dann langsam den H-Bauern abzuholen und mit Turm Springer und B-Bauer dann langsam den Vorteil zu verwerten. Es wird beiden Spielern noch ein langer Kampf bevorstehen, doch der Magnus Carlsen hat gedacht, er kann das forciert schon erreichen, dass er den B-Bauern gewinnt und hat an der Stelle Turm B7 gemacht. Es kommt Turm A1 und das war der Zug, den er übersehen hat. Er hat wahrscheinlich gerechnet, dass wenn H3 kommt, König H4, H2, König H3, jetzt Turm A1, greift den Springer an und droht König mal H2. Und droht H1 Dame. Doch hat Weiß einen starken Zwischenzug, zwar Turm B5 Schach und danach König mal H2. Und mit dem Zug gewinnt er. Doch nach Turm B7 braucht Schwarz noch nicht den H-Bauern vorziehen, sondern kann noch Turm A1 spielen. Und jetzt ist das Problem, wenn Turm B5 Schach kommt, kommt König F4
Und Weiß darf den H4-Bauern jetzt nicht schlagen, weil wenn er einen H4-Bauern schlägt, dann hätte er sogar die Partie noch verloren wegen Turm H1 Matt. Und jetzt dann muss er den B4 auch mit Schach nehmen. Doch Schwarz hat jetzt König G3. Es hängt der Springer auf A5 und es droht H3, H2. Weiß kann zwar noch ein Zwischenschach auf G4 geben, doch nach König F2 hängt der Springer noch immer. Wenn Weiß den Springer hergibt, endet die Partie einfach im Remis. Und nach Springer C4 kommt H3. Und es ist gar nicht mehr leicht, den Bauern H2, H1 zu stoppen. Aus dem Grund hat der Magnus Carlsen jetzt mit Turm H4, König G3, Turm G4 die Züge wiederholt. Eine unglaublich spannende Partie und nach über 7 Stunden ist es eine Punkteteilung. Es ist aber so gelaufen, wie es viele erwartet haben. Der Magnus Carlsen überrascht ihn in der Öffnung, spielt das seltene Nebenvariante, baut Schritt für Schritt seinen Vorteil aus, genau seine Stärken. Doch dann kommt die Stärke von Sergej Karjakin. Einfach so viele Ressourcen in schlechten Stellungen noch zu finden und einfach immer weiter zu verteidigen. Und das war schon eine Bewährungsprobe für ihn. Also er kann das auch gegen den Weltmeister Magnus Carlsen tun und solche Stellungen verteidigen. Und wir werden in weiterer Folge sehen, je mehr solche Stellungen der Sergej Karjakin verteidigt, desto größer wird sein Selbstvertrauen und desto mehr zweifelt vielleicht der Magnus Carlsen. Sollte ihm aber gelingen, der Magnus, einmal so eine Stellung zu gewinnen, ist, glaube ich, der Widerstand vom Sergej Karjakin gebrochen. Auf alle Fälle eine sehr spannende Partie. In der vierten Runde wird der Herausforderer der Karjakin Weiß haben, wird wahrscheinlich mit E4 eröffnen und der Magnus Carlsen wird E5 spielen. Die Frage ist, spielt er vielleicht Berliner, so wie in der Partie, oder spielt er Spanisch mit A6? Aber spätestens heute am Abend um 8 Uhr werden wir sehen, was die zwei in New York machen und wir hoffen darauf, dass es wieder so eine spannende Partie wird wie die dritte Runde. Also, freue mich, Sie dann bei der Zusammenfassung wieder begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen viel Spaß beim Verfolgen der Partie. Auf Wiedersehen.